Beeil dich, du, ich will einen guten Platz. Ich hasse es, wenn Autoren aus ihren Werken vorlesen. Diese Dr. Seuss-Lesung war grauenvoll. Und als die Wirkung der Drogen nachließ, wurde der Sex sogar noch brutaler. Das reimt sich nicht. Das neue Zeug ist nicht gereimt. Hallöchen, sind Sie ein Fan von Jonathan Franzen? Ja, und ob. Ich verehre ihn. Ja, ja, von all meinen Schülern schlägt er sich am besten. Tut mir leid, aber Mr. Franzen hat uns informiert, dass er nicht kommt. Wie die meisten echten Autoren ist er zu gut für diese dumme Stadt. Oh. Es ist scheiße hier. Tja, diesen Leuten wurde ein Autor versprochen. Nein! Ach, na ja, ich muss sowieso zurück in meine Studentenbude. Ich muss noch eine Kurzgeschichte für kreatives Schreiben verfassen. Kreatives Schreiben, hä? Wenn Sie wollen, gucke ich gern mal für Sie drüber, bevor Sie sie abgeben. Wirklich? Das wäre klasse. Cool, ich begleite Sie zu meinem Auto. Komm mit, wir gehen. Moment, warte mal. Bezahlen deine Eltern dafür all diese Studiengebühren, dass du mit Hunden f***?